Ja, wir sind schon körperlich richtig im Einsatz mit Hammer, Säge, Meißel. Wir würden Sie ganz kurz einmal untersuchen. Ja, okay, und wo genau tut's weh? Hier, würde ich sagen. Bauchschmerzen generell, es kann einfach immer alles sein. Möglich, dass der Patient in einer Stunde im OP ist oder in 3 Stunden nach Hause geht. Ich arbeite sehr gerne am Diakonieklinikum. Die Freundlichkeit, die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern und Patienten ist uns sehr wichtig. Also die Beschwerden kann man gut nachvollziehen. Und es ist so, dass am Ende eben nur noch der Hüftgelenkersatz in Frage kommt. Man hat gesehen, dass da irgendwie so eine Gewebevermehrung ist. Und jede Gewebevermehrung ist zunächst mal verdächtig. Dann kommt er jetzt gleich hier. Ja, also wie gesagt, sie hat eine straffe Bauchdecke. Herr Hahn, hallo. So, jetzt geht's gleich los, gell? Herr Hahn erwartet gerade mit seiner Frau das 2. Kind. Und er empfindet es eben schon jetzt als sehr belastend, dass er mit seiner Tochter nicht alles machen kann. So, dann schreit man mal zu Werke. Der hat einen harten Knochen. Da bleibt das Sägeblatt stecken. Ich habe eine angeborene Hüftdysplasie oder wurde jetzt halt festgestellt, dass ich das seit Geburt wohl habe. Dann ist mein ganzer Oberschenkelkopf ist verformt und das hat wahrscheinlich über die Jahre dann jetzt zu einer Hüftarthrose geführt. So, Herr Hahn, hallo. Morgen. Grüß Gott. Sie kommen wegen Ihrer Hüfte. Hüfte und Rücken, ja. Jawohl. Starke Hüftprobleme ist etwas, was den ganzen Menschen schon in Mitleidenschaft zieht. Es geht wirklich im Alltag los, wenn man länger saß und aufsteht, tut erstmal die Hüfte weh, man braucht 2, 3 Schritte, um sich einzulaufen und das beeinträchtigt einen dann auch am Ende psychisch und führt einfach zu einer stark eingeschränkten Lebensqualität und irgendwann sind die Leute dann einfach mürbe und wollen den Schmerz nicht mehr ertragen und das ist meistens eine Situation, die sie dann zu mir führt. Mein Name ist Peter Aldinger, ich leite die orthopädische Klinik Paulinenhilfe am Diakonieklinikum Stuttgart. Mein Spezialgebiet ist der Gelenkersatz an Hüfte und Knie und da versorge ich mit meinem Team jedes Jahr sehr viele Patienten, die Probleme an Hüfte und Kniegelenk haben mit Kunstgelenken. Setzen Sie sich gerade mal auf. Jawohl, da gucken wir, ob eine Beckenverschiebung dabei ist. Das ist relativ ausgeglichen und gerade. Ich bin Familienvater, 1 Kind haben wir, unsere Tochter ist jetzt 6 Jahre alt, Ende August kommt nochmal Nachwuchs und bei meiner Tochter habe ich jetzt halt schon gemerkt, dass manche Sachen dann einfach nicht mehr möglich sind. Natürlich wollen Kleinkinder hochgehoben werden, irgendwie Quatsch machen, ein bisschen rumschleudern und so. Das ging jetzt, sage ich mal, die letzten 2 Jahre eigentlich dann eher gar nicht mehr. Ist dann so, weil es kannst du ja nicht verstehen, warum kann Papa jetzt das und das nicht machen, denn andere Papas können es ja. Also die Beschwerden kann man gut nachvollziehen und es ist so, dass am Ende eben nur noch der Hüftgelenkersatz in Frage kommt. Ja, hätte man einfach mal wieder normal gehen können, ohne an die Hüfte immer zu denken, wäre auch schon. Dass es einfach so aus dem Alltag verschwindet, ja, gell? Wir haben dann gemeinsam entschieden, diese Operation durchzuführen und ein künstliches Hüftgelenk trotz des jungen Alters einzusetzen. Ich kann gut nachvollziehen, dass einen so eine Hüftproblematik deutlich einschränkt. Ich habe ja selber 4 Kinder und die brauchen einen. Da ist auch die Erwartungshaltung da, dass der Papa mal mit Ball spielt und mal mit Fangen spielt und so weiter. Und dass das einen natürlich beeinträchtigt, ist mir schon sehr klar.
es ist mir absolut bewusst, dass das für den Patienten immer ein ganz entscheidender Moment ist. So eine Operation ein großes Vertrauen voraussetzt und natürlich auch ein großer Vertrauensvorschuss in mich als Operateur. Und am Ende, wenn so eine Operation nicht gut geht, bestimmt das auch das ganze Leben, das ganze zukünftige Leben des Patienten. So, jetzt geht's gleich los, gell? Und ein bisschen aufgeregt? Nervös ein bisschen. Aber ja, ist ganz normal. Sehr gut. Ich habe es noch schlimmer vorgestellt, dass ich ein bisschen nervös bin. Aber das wird alles gut gehen. Ich mache Ihnen eine schöne neue Hüfte. Auf der rechten Seite. Rechts, genau. Gell? Aha. Wir sind zum unklaren Abdomen gefahren, das war unser Einsatzstichwort, was für uns generell so ziemlich alles sein kann und auch für uns eher ein schwieriges Einsatzstichwort, weil wir einfach sehr begrenzte Möglichkeiten da draußen haben, um irgendwas festzustellen. Ja? Gerade bei Bauchschmerzen kann das ja wirklich alles Mögliche sein. Das ist ja ein totales diffuses Symptom, wo auch gerade der Leitstellendisponent das von der Ferne gar nicht einschätzen kann, wie kritisch da jetzt die Lage ist. Hallo. Hallo. Alles gut? Vom Rettungsdienst. Also kurze Frage, haben Sie Fieber, Husten? Nein. Kontakt zu, einem Covid-Patienten? Okay. Kann ich schon. Bleiben Sie ruhig so ein bisschen liegen. Erzählen Sie ruhig jetzt mal. Also ich habe am Dienstag die Diagnose bekommen für eine Hüftarthrose, habe dann von einem Orthopäden, wie heißt es, Ibo verschrieben bekommen und Hagebuttenpulver. Und das habe ich jetzt genommen und seitdem habe ich das einfach. Was haben Sie denn? Ja, Bauchschmerzen. Okay. Der Patient selber hatte erst frisch eine Hüftarthrose diagnostiziert bekommen. Hagebuttenpulver. Natürlich versuchen viele Menschen auch zu Hause durch verschiedene Hausmittelchen ihre Symptome zu lindern oder auch ihre Schmerzen zu verringern. Ob sie helfen, ist natürlich fraglich. Ganz kurz, haben Sie irgendwo einen Mundschutz rumliegen? Sonst kriegen Sie einen. Sven, hast du mir einen Mundschutz? Okay. Okay, wo sind die Schmerzen? Das ging eigentlich gestern schon los so leicht mit leichten Schmerzen hier und Unwohlsein und jetzt habe ich ganz stark in dem Bereich Schmerzen und es geht bis, also es strahlt nicht rum, sondern es tut auch hinten weh. Und es ist krampfartig so, dass ich einfach manchmal echt gar nicht weiß, wie ich liegen soll. Okay, also es ist kein konstanter Schmerz, sondern der also kommt und geht. Ich habe ihn jetzt so leicht, so könnte ich auch gut da hier ohne sie bleiben, aber wenn dieser Krampf kommt, das geht gar nicht. Okay. Der Patient hat uns ja darauf hingewiesen, dass er aufgrund seiner Hüftarthrose unter anderem Ibuprofen und auch ein Hausmittelchen zu sich genommen hatte. Es kann natürlich auch immer sein, dass so ein Pulver, so ein Hagebuttenpulver bei der Ersteinnahme oder bei Einnahmen von wenigen Tagen solche Beschwerden auch auslösen können. Haben Sie das, was Sie genau? Einmal kurz gucken, was da genau. Aha. Und das soll was helfen? Wir würden Sie ganz kurz einmal untersuchen. Ja, checken. Darf ich mal ganz kurz? Okay, und wo genau tut's weh? Hier, würde ich sagen. Genau mittig? Ja. Und okay. Also wenn ich drücke, tut's weh. Und aber wenn ich jetzt tief einatme und Blähbauch mache, habe ich auch. Okay, alles klar. Auch mal ganz kurz auf den Bauch hören. Im Rahmen unseres Möglichen habe ich den Bauch erstmal abgehört, ob man eben Darmgeräusche überall hören kann. Darf ich kurz fragen, was dieses Hagebuttenpulver bringen soll? Bei der Hüftarthrose? Es soll wohl diesen Knorpel die Ernährung unterstützen. Das ist einfach was Pflanzliches, was man machen kann. Okay. Okay. Hier tut nicht weh? Nee. Das tut weh. Da, okay. Und ich habe das Gefühl, wenn Sie an mir rumdrücken, wird es nur ein bisschen schlecht. Schlecht, okay. So, also so eine ganz, ganz leichte Übelkeit. Aber ich kann auch aufgeregt sein. Bauch ist weich und an den Quadraten sind Darmgeräusche. Perfekt. Könnten Sie sich ganz kurz aufsetzen? Ja. Warte, ich mache mal kurz. Ich ziehe die Kabel rüber. Ganz kurz. Tut es weh? In der weiteren Untersuchung hat dann die Ann-Sophie die Nieren abgeklopft, ob hier irgendwelche Klopfschmerzen vorherrschen. Nicht. Okay, alles klar. Diese können Anzeichen sein für zum Beispiel Nierensteine oder einen Nierenstau. Gut, und erbrochen, nicht
Durchfall gehabt. Ich habe zwei Gläser Sekt zum Frühstück. Ich dachte, das hilft vielleicht. Kannst du ja auch probieren. Der gute Kessler, aber irgendwie. Ja, okay. Und so jetzt ist es auszuhalten, wenn nicht so eine, wenn nicht so eine also Kohle kommt quasi. Ja, genau. Also, wir können hier nicht arg viel machen. Wir können nicht in ihren Bauch reinschauen. Wir haben keinen Ultraschall, müssen, haben kein Labor. Deswegen gibt es die einzigste Möglichkeit, bitte. Dass, ja. Also, dass sie mit uns mitkommen. Ich schaffe die Nacht so nett. Ja, okay. Dann machen wir das ja alles ab. Denken Sie, Sie schaffen das mit Hilfe runter ins Auto? Wird mir ja sehen, klar. Also okay. Ich bin auch jetzt hier rumgelaufen. Also, ja. Bloß, glaube ich, irgendwie ins Marienhospital zur Notaufnahme und dann irgendwie 2 Stunden sitzen, das hätte ich nicht geschafft. Okay. So, dürfen Sie den Kollegen einfach mal folgen. Gerne einfach hier Platz nehmen. Ich muss noch ganz kurz schnell Sie anmelden und dann fahren wir gleich los. Nabil von Maltesern, hi. Wir sind hier bei einem Herrn Matuszewski, nackt seit eigentlich gestern Abend über Bauchschmerzen, so mittig, eher so links. Mhm. Kolikartige Unterbauchschmerzen. Okay, müssen wir nicht isolieren, kein Durchfall, kein Erbrechen. Alles klar. Jo, danke, ciao. Unterbauchschmerzen oder Bauchschmerzen generell, es kann einfach immer alles sein. Möglich ist, dass der Patient in einer Stunde im OP ist oder in 3 Stunden nach Hause geht. Das wissen wir bei Bauchschmerzen im Vorfeld erstmal nicht. Ich bin Dr. Johanna Kastner, ich bin 33 Jahre alt und bin am Diakonieklinikum in der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie in Stuttgart als Assistenzärztin tätig. Das Schönste ist immer noch die Vielfältigkeit, jetzt speziell in der Chirurgie, dass man einfach so alles hat. Man hat auch alle Altersgruppen, man hat beide Geschlechter, man hat mit unglaublich vielen Menschen zu tun und man macht händisch etwas und kriegt so auch sehr viel zurück von den Patienten, von den Menschen, oft auch die Dankbarkeit. Und das Gefühl, eben wirklich was Sinnvolles zu machen. So, Frau Kunz, guten Morgen. Ich bin die Frau Kastner von der Chirurgie. Hallo. So, jetzt besprechen wir erst mal kurz und dann schauen wir. Ne? Aber jetzt können Sie mir schon mal erzählen, seit wann Sie denn Beschwerden haben. Ich habe seit circa 5 Monaten jetzt Beschwerden. Es hat angefangen damit, dass ich aber immer wieder öfter Übelkeit verspürt habe und dann, also meistens im Zusammenhang mit dem Essen, aber und irgendwann kam mir dann rechts im oberen Bauch eben diese Schmerzen hinzu. Also erst keine Schmerzen, sondern nur Übelkeit, genau, und dann reicht Übelkeit auch. Aber ja. Und haben Sie dann auch erbrochen oder? Keiner. Also nur so, ne? Ja, aber genau. Okay. Die Frau Kunz ist eine junge Patientin, Anfang Mitte 20, die eben über die Sprechstunde in die Klinik gekommen ist, weil sie immer wieder rechtzeitige Oberbauchschmerzen gehabt hat über das letzte halbe Jahr. Sind Sie sonst schon mal an irgendwas operiert worden? Ein Blinddarm. Okay, war das eine Bauchspiegelung, also mit den kleinen Schnitten? Genau, oder? Ja. Also war eine akute Blinddarmentzündung genau, damals? Ja. Mhm. Ja, der war akut entzündet, ich bin dann ins Krankenhaus gekommen. Und dann gucken wir gleich mal Ultraschall. Dann dürfen Sie gerade einmal hier rüberkommen, sich Schuhe einfach anlassen, genau. Einfach auf den Rücken. Perfekt. Gut. Dann gucken wir da einmal. Achtung, kalt und nass. Da ist schon schön die Gallenblase zu sehen. Ah ja, aber hier ist diese, ja, ist weg, da. Man hat gesehen, dass da irgendwie so eine Gewebevermehrung ist. Und jede Gewebevermehrung ist zunächst mal verdächtig. Ne? Und zudem hatte sie eben kleine Gallensteinchen. Oder mal diese Gallensteine gehabt oder so Gallengries, ne, so Sand, der da durch den Gang durch ist und ihr diese Beschwerden gemacht hat. Die Frau Kunz hatte eine chronische Gallenblasenentzündung und so einen sogenannten Polyp. Ah, da war er. Spitzelt immer kurz, gell? Ja, da. Jetzt, da haben wir ihn, gell? Okay. Daraufhin wurde mit der Patientin zusammen entschieden, dass man die Gallenblase doch entfernen sollte, eben gerade nach diesen Beschwerden und mit dem Polyp in der Gallenblasenwand, um da ganz sicher zu sein, dass man da nichts Bösartiges findet. So, ah ja, und das ist die eine Narbe von der Blinddarmentfernung. Ja. Also das ist ganz gut, dann kann man nämlich den Schnitt sozusagen nochmal verwenden. Ne? Okay. Dann haben sie nur 3 neue Schnitte. Okay. Jeder Patient ist besonders und gerade die
jungen Patienten, die vielleicht gerade ähnlich alt oder gar jünger sind als man selber, da fühlt man doch noch mal anders mit und setzt sich da doch noch mal mehr in die Lage, okay, man könnte jetzt selber an der gleichen Stelle sein. Und daher ist es doch immer noch mal ein anderes Gefühl. Ich erinnere mich noch gut an meine Anfangszeiten in der Chirurgie und an die Dienste, an die ersten Dienste, wie groß da die Aufregung und die Nervosität war und mitunter manchmal noch ist, gerade wenn man da alleine sich verantwortlich fühlt oder auch alleine verantwortlich ist im ersten Moment und man doch an seine Grenzen stößt und meint, das überhaupt nicht bewältigen zu können. Und vieles davon legt sich mit der Zeit, dass man da mehr Fälle, mehr Patienten gesehen hat und das dann schneller auch richtig einordnet, als man am Anfang je geglaubt hätte, das zu können. Die Laparoskopie ist die sogenannte Bauchspiegelung und zwar funktioniert das vom Prinzip her so, dass man kleine Schnitte macht und dann zunächst mal Luft in den Bauchraum einbringt, damit dieser sich ausdehnt und der Ballon, in Anführungszeichen, der Bauch, die Bauchdecke sich wölbt, ne? Und das ist deswegen wichtig, weil man so einen Raum gewinnt, um mit einer Kamera dann in den Bauch hineingehen zu können, dass man etwas sieht. Dann kommt er jetzt gleich hier. Ja, also wie gesagt, sie hat eine straffe Bauchdecke. Muss man schon Druck, ja. Ordentlich drücken. Okay, gut. Dann geht's jetzt los, Amelie. Das erinnert so ein bisschen, gerade am Anfang, erinnert tatsächlich so ein bisschen an Videospiele oder an Spiele mit der Wii, wo man irgendwo weg vom eigentlichen Geschehen was steuert, ne, und das nur am Bildschirm sieht, was man da eigentlich macht. Das ist ja der Vorteil der Beidhändigkeit. Deswegen gibt es auch so wenig einarmige Chirurgen. Ne? Ja. Manchmal vergisst man es trotzdem, dass man den linken Hand auch noch hat. Nachdem die Gallenblase eben am Unterrand der Leber anhaftet, ist diese mehr oder weniger mit der Leber verwachsen. Und um die da zu lösen, die Leber ist ein Organ, das sehr stark durchblutet ist, wird dort mit elektrischem Strom gearbeitet. Und der Strom sorgt dafür, dass jede kleine Mini-Blutung, die da entstehen könnte, sofort gestillt wird. Und das Ziel ist immer, die Gallenblase zu entfernen, ohne dass man sie versehentlich eröffnet und dann da Gallenflüssigkeit austritt. So, jetzt ist sie gleich abgesetzt und jetzt hat sie keine Chance mehr. Jetzt war es das gewesen. Das ist dann immer ein schönes Gefühl, wenn man das geschafft hat und dann das letzte Faser, mit der die Gallenblase dann an der Leber angehaftet ist, auch durchtrennt hat. Dann weiß man, okay, der Großteil der Operation ist erfolgreich gewesen und dann ja, kommen noch so kleine Zuarbeiten sozusagen. Jetzt kommt die Gallenblase hier in den Bergebeutel. Dann muss die Gallenblase noch aus dem Bauch entfernt werden und dafür wird sie in so einen kleinen Beutel eingelegt und dieser ganze Beutel wird dann über einen der gesetzten Schnitte mitsamt Gallenblase aus dem Körper wieder entfernt. Gut. Aus. So, ihr könnt sie bitte aufschneiden und dann gucken wir uns den Polypen an, der da wahrscheinlich drin ist. Im Prinzip jeder Polyp, auch ein Gallenblasenpolyp, kann das Risiko bergen, da ist er. Einen ja, Krebs ist da. Zu sein oder zu werden. Das ist jetzt bei ihr, weil der so klein war und jetzt in so einem frühen Stadium, ist es nicht sehr wahrscheinlich. Aber man weiß nie, wie der in 20 Jahren ausgesehen hätte. Vielleicht genauso, vielleicht wäre er groß geworden. Man weiß es nicht. Ne? Man sieht jetzt hier diese kleinen Löchlein auf dem Bauch. Das ist schon fast verschlossen, das geht auch zu. Aber das OP-Feld und das Trauma im Bauch, das ist ja viel größer, als was die Patienten jetzt äußerlich sehen. Das muss man denen halt sagen, dass sie darauf achten, dass es nicht sofort übertreiben. Ne? Genau. Vielen Dank. Gut, dann danke auch. Nach einer erfolgreichen Operation, egal woran man operiert hat, ist immer ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, man hat technisch alles richtig gemacht, es lief alles, wie es
gesäuelt hatte. Es gab keine Komplikationen. Es hat gut funktioniert. Herr Markuszewski hat uns gerufen, weil seit heute Morgen zunehmende, immer wieder kommende Bauchschmerzen, so kolikartig. Er gibt die an, dass die so mittig im Abdomen sind, auch strukturell. Ja, wunderbar. Ich möchte einmal kurz auf den Bauch gucken. Orientierend. Ja, genau. Und dann. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, vielen, vielen Dank. Schönes Wochenende. Ciao, gute Fahrt noch. Danke. Okay, ich schaue einmal auf den Bauch drauf. Ein Patient ohne Vorerkrankungen, sonst keine Auffälligkeiten, nur eben diese starken kolikartigen Unterbauchschmerzen als Leitsymptom. Beim Wasserlassen absolut keine Beschwerden, oder? Also ich habe einen Oxalatstein in der Niere, aber im Trichter drin, also der wohl unauffällig ist. Aber ich habe jetzt keinen, keinen Schmerzen beim Urinlassen gehabt, das war wie sonst auch immer. Aha, okay. Das sind jetzt andere Schmerzen. Das sind andere Schmerzen, genau. Also noch nicht. Okay. Ich hatte den Eindruck, dass der Patient besorgt war aufgrund seiner starken Schmerzen und eben wusste, dass irgendwas vorliegt und was mit ihm nicht stimmt. Der Kollege nimmt ihm mal Blut ab, legt ihn in den Zugang. Ja. Und Jonas, wenn der Druck gut ist, kriegt der Mann Gramm Novalgin. Mhm. Jonas kenne ich schon, seit ich hier im Diakonieklinikum arbeite. Und ich schätze ihn als Kollege sehr. Ich weiß auch ganz genau, wenn er den Eindruck hat, dass mit dem Patienten was nicht stimmt, dann stimmt mit dem Patienten was nicht. Dann muss ich schnell hin, mir den Patienten angucken. Und er ist einfach ein lieber, netter Kollege, mit dem ich einfach gern zusammenarbeite. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark ist denn der Bauchschmerz jetzt aktuell? 6. Also 10. Okay. Wird er irgendwie schlimmer, wenn Sie sich bewegen, oder wird er besser, wenn Sie sich bewegen? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, meiner besser und meiner schlechter, aber das ist wirklich intervallmäßig. Also ich habe alles probiert mit Kauer, mit Dehnen, mit Laufen, mit Flachliegen, mit Embryonalstellung. Hat auch nicht geholfen? Das hat gar nichts geholfen. Das kam einfach. Da möchte man dann auch relativ schnell helfen, dass man einfach diese Schmerzen bekämpfen kann. Vor allem, wenn er sagt, dass keine Lage irgendwas gebracht hat, Lageveränderung, die Embryonalstellung, die ja auch in der Regel eigentlich hilft und einfach bauchdeckend entlastend wirkt. So, kriegen wir Schmerzmittel, dann wird es auch hoffentlich gleich besser. Novalgin ist ein starkes Schmerzmittel, das eben auch die Eigenschaft hat, gerade bei krampfartigen Schmerzen ein bisschen lösend zu wirken, und ist in der Situation ein gutes, wirksames Medikament. Dann anfängt auch Dr. Google danach zu bewegen. Ja, da hatten wir dann gleich alles, gell? Und mir hat mein Hausarzt, ich hatte schon mal so ganz schlimme Schweißnächte. Ja. Und da habe ich auch Dr. Google gefragt, und da hat mein Hausarzt mir das eigentlich unter Schläge verboten, dass ich das eigentlich nicht mehr machen soll, weil So genau kann man das gar nicht eingeben, weil der Arzt oder Sie können das lokalisieren, wo das herkommt, ob es der Magen ist oder die Bauchspeicheldrüse, das kann ich ja gar nicht. Für mich ist das halt. Und deswegen, naja. Und dann dachte ich, okay, jetzt müssen wir was tun. Ja, das stimmt. Er hat ja dann auch gegoogelt. Ich meine, das machen viele Patienten, die dann googeln nochmal, bevor sie in die Notaufnahme kommen. Da horcht man natürlich schon erstmal auf, weil man denkt, okay, wenn man was googelt, dann hat man das Schlimmste von allen. So, was machen die Schmerzen? Viel besser. Ha, super. Also wenn ich es so vorher gehabt hätte, wäre ich nicht gekommen. Da hätte ich keinen Tee genommen und hätte gehofft, dass das morgen vorbei ist. Okay, ja. Also die Schmerzen sind besser. Schmerzen sind besser. Jetzt schauen wir mal auf Ihre Nieren. Es wird mal kurz kalt. Okay, wollen Sie mitgucken? Okay. Hier ist Ihre Niere, da gucken wir mal, ob ein sogenannter Harnstau vorliegt. Das heißt, ob da irgendwas ist, was den Harnabfluss behindert. Das wäre sozusagen ein Anzeichen für einen Stein. Wie lange müssen Sie studieren, um solche Bilder zu erkennen? Tatsächlich lernt man das, wenn man keinen freiwilligen Kurs im Studium macht, gar nicht so sehr im Studium, sondern erst danach in der Klinik. Okay.
Es ist sozusagen, je mehr man gesehen hat, umso mehr sieht man es auch wieder. Und da ist einfach halt, da macht Übung den Meister. Und da könnte er sein, in der Mitte. Das ist was sehr Helles. Ja. Sehen Sie das? Ja. Ganz, da sprechen wir in der Medizin oder in der Bildgebung von echoreich. Okay. Das bedeutet, es ist ja ein Ultraschall, das heißt, es ist ein Schallsignal, das ausgesendet wird und zurückkommt. Und wenn was echoreich ist, heißt es, da ist viel Echo da, da kommt quasi viel Schall zurück. Den einen großen Nierenstein auf der rechten Seite konnte ich tatsächlich sehen. Der weitere Befund der Ultraschalluntersuchung, die ich durchgeführt habe, war unauffällig. Wir haben noch nicht das Ergebnis von einem Urinstatus. Ja. Es kann halt sein, dass es mal einen Steinabgang gibt oder dass sich einfach ein Stein löst. Mhm. Und Sie den auch dann beim Wasser lassen, dass der mit rausgeht. Normalerweise macht es sehr, sehr starke Schmerzen. Manchmal rutscht der aber auch sozusagen, wenn er runterrutscht, tut es weh. Und dann kann es sein, dass er noch in der Blase ist und ich den einfach nicht sehe. Oder dass er seinen Weg nach draußen gefunden hat, ohne dass sie Schmerzen hatten beim Wasserlassen. Okay. Die Möglichkeit besteht. Ja. Und mal so eine ganz, ganz blöde Frage. Ja. Also ich habe jetzt in den letzten 3 Tagen echt verstärkt Vitamin C zu mir genommen. Mit diesem Pulver und mit dem Zitronensaft. Ich habe Zitronensaft getrunken. Ah, aber das kann gut sein. Und ich habe das jetzt, ja, und dann vielleicht, ob das irgendwas ausgelöst hat. Also wie viel Vitamin C war das denn? Also ich habe jetzt, gestern nicht, aber vorgestern habe ich 2 Sprudelflaschen mit 4 Zitronen getrunken und morgens also 5 Gramm von diesem Hagebuttenpulver. Als der Patient mir berichtet hat, dass er hochdosiert und häufig Vitamin C einnimmt, haben bei mir die Alarmglocken geklingelt, denn Vitamin C steht im Verdacht, die Entstehung von Nierensteinen zu begünstigen. Spargel gegessen? Ja, gestern Abend. Spargel auch? Und vorgestern Abend auch oder vorgestern? Weil soweit ich mich dunkel an meine Studienzeit erinnern kann, sind eben Vitamin C und Spargel die Sachen, die sozusagen auch mal einen Stein bilden können. Also ich habe ja diese Oxalatsteine, das ist ja da. Ja. Das in Göppingen da bestätigen, das ist beim Spargel ja so. Genau, ja. Also sind wir mit der Steintheorie doch gar nicht so weit entfernt. Okay. Und der geistert aber nicht mehr rum, der ist dann irgendwie schon draußen. Außer der eine. Genau, der eine in der Niere sitzt fest. Den anderen konnte ich im Ultraschall nicht sehen. Das heißt aber nicht, dass da keiner ist, weil die ganz kleinen kriege ich nicht dargestellt. Okay. Das liegt in der Natur der Steine. Okay. Da würde ich mit dem Kollegen, wie gesagt, wir schon warten auf den Urinbefund und dann rede ich mit dem Kollegen, dass sie vielleicht noch ein sogenanntes Low-Dose-CT kriegen. Also vielleicht, aber nur, wenn der Urologe das für notwendig hält und wir gucken einfach, wie es ihnen weitergeht. Aufgrund der Verdachtsdiagnose eines Harnleitersteins habe ich meinen Kollegen der Urologie hinzugezogen. Von meinem Kollegen der Urologie wurde dann ein CT durchgeführt. Bei dem Patienten zeigte sich auch tatsächlich ein Harnleiterstein. Solche Harnleitersteine sieht man eben häufig nur im CT und nicht im Ultraschall. Der Patient nimmt Schmerzmittel gegen die Schmerzen, trinkt viel und bewegt sich, sodass man sich dadurch erhofft, dass der Stein durch einerseits die viele Flüssigkeit und die körperliche Aktivität aus dem Harnleiter rausrutscht und dann in die Blase geht und über die Blase sozusagen dann beim Wasserlassen ausgeschieden wird. Hey, dark eyes. Rest with me while as I drift closer to sleep. Mein Name ist Benjamin Teichmüller, ich bin 27 Jahre alt und arbeite als Gesundheits- und Krankenpfleger im Diakonieklinikum Stuttgart. Still cannot find no peace. Also das Schönste an meinem Beruf ist, dass ich den Menschen in ihrer derzeitigen Ausnahmesituation, in der sie sich ja befinden, wenn sie im Krankenhaus sind, einfach helfen kann, dass sie durch mich auch so ein bisschen Kraft schöpfen können, Sicherheit haben, dass sie auch gut versorgt werden und einfach gesund auch wieder aus dem Krankenhaus kommen. So, hallo Frau Kunz. Wie geht's Ihnen so nach der OP? Soweit. Ja, ich habe gehört, Sie sind schon aufgestanden mit einer Kollegin und das hat alles gut geklappt. Wie ist das? Cool. Ich hatte den Eindruck, dass die OP sehr gut verlaufen ist, so wie sich die Patientin dann doch präsentiert hat. Wie ist das denn gerade mit den Schmerzen? Also immer
so viel Sport gemacht. Mhm. Aber wie so ein Muskelkater? Ja, genau. Okay. Ja. Okay. Einfach darauf achten, dass Sie sich abrollen, wenn Sie aufstehen. Nicht gut, dass da nichts dran ist, so ein Griff, weil sonst würde mit den Bauchmuskeln da ein bisschen mehr Schmerz kommen. Ja? Also einfach auf die Seite drehen, wenn Sie aufstehen möchten oder wenn Sie sich noch unsicher sind, einfach nochmal bei uns melden. Alles ja? Klar. Okay, super. Danke. Tschüss. So, Frau Kunz, das Abendessen. Heute etwas mehr als gestern. Danke. Wunderbar. Brauchen Sie sonst noch etwas? Mit den Schmerzen passt auch alles. Ja, ich bin ja bei mir. Wunderbar. Gut, dann lassen Sie sich schmecken, ja? Dankeschön. Das ist eine bestimmte Kost gewesen. Das ist eine sogenannte Aufbaukost, weil man den Patienten nach einer geilen OP nicht gleich alles zum Essen geben darf. Zum Beispiel scharf angebratenes oder sehr fetthaltiges würde das Ganze nur noch verschlimmern, diese Schmerzen, die man da nach der OP hat. Deswegen gibt es am ersten Tag einer Gallenoperation meistens etwas Flüssiges wie eine gebundene Cremesuppe oder etwas Grießbrei, wo wenig Fett enthalten ist und gut verdaulich ist. Wenn ich die Patienten gut unterstützen kann, kann ich mit einem guten Gewissen nach Hause gehen. Ich ernähre mich gesünder, seitdem ich mit meiner Freundin zusammen wohne, aber noch nicht so gesund wie meine Kaninchen. Unsere Hasen haben wir jetzt knapp ein Jahr und die beiden heißen Cornelius und Pippin. Wobei Cornelius der Namensvorschlag meiner Freundin ist und ich als großer Herr der Ringe-Fan einfach den Namen von Pippin, dem Hobbit, meinem Kaninchen gegeben habe. Zu den Social Media Stars, könnte man sie nennen, sind wir eigentlich gekommen, weil wir unsere Freunde nicht mit den ganzen Hasenbildern bombardieren wollten. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, einfach mal einen Instagram-Kanal zu machen und da die Bilder reinzustellen. Stand jetzt sind es 13.300 Follower, die wir haben. Tendenz steigend. Also ich glaube, als Krankenpfleger braucht man viel Empathie. Wenn du natürlich ein hohes Maß an Empathie hast und sagst, okay, ich möchte mit den Menschen arbeiten, ich kann auch mit den Menschen arbeiten, dann ist der Beruf für dich geeignet. Once I walked away. Tatsächlich das Allergrößte, was Patienten einem sagen können, ist, sie haben sich gut aufgehoben gefühlt und sich für die Freundlichkeit oder für die Behandlung oder eben für das, was man gemacht hat, was man ihnen erklärt hat oder auch für die Zeit bedankt. Und das wiegt für mich mehr als Schokolade oder Blumen. Voilà. Genau. So, wie geht's denn? Gut, gell? Ich habe gehört, gestern nur so ein bisschen Übelkeit, war es noch mal ein bisschen blöd. Ja, gestern gegen Abend, aber ich heute. Und jetzt besser? Erbrochen? Nö. Nee, aber okay, perfekt. Das ist doch schön. Gut. Also Laborwerte, von uns haben wir gesehen, ist alles vollkommen normal nach der OP. Am zweiten Tag nach der Operation haben wir Blut abgenommen, um da nochmal speziell nach den Leberwerten und so weiter zu schauen. Da gab es überhaupt keinen Anhalt dafür, dass da irgendein Problem aufgetreten ist, sodass wir sie guten Gewissens nach Hause wieder entlassen konnten. Wenn irgendwas sein sollte, eine Schwellung, eine Rötung, Schmerzen in den Narbenbereich oder auch im Bauch oder Fieber auftritt, dann bitte jederzeit vorbeikommen, nicht scheuen, wir sind Tag und Nacht da. Ne? Ich schaue noch mal ganz kurz drauf. Genau, legen Sie sich gerade einmal drauf. Die Behandlung der Frau Kunz bezüglich der Gallenblase lief ohne irgendwelche Komplikationen völlig reibungslos und ganz geradlinig ab. Und es spricht nichts dagegen, dass die Frau Kunz ein
gesundes weiteres Leben ganz normal, wie wir alle, führen kann, auch ohne ihre Gallenblase. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und wie gesagt, wenn was ist, jederzeit. Ansonsten machen Sie es gut. Ja? Tschüss. Ich schätze sehr, diesen doch sehr wichtigen Beruf, wie ich finde, ausüben zu können und zu dürfen. Ja, das erfüllt einen schon mit einem gewissen Stolz, das zu schaffen und das zu können. Herr Hahn ist ein relativ junger Patient, der sich mit einem Hüftproblem bei mir vorstellte. Und nach der Untersuchung war relativ schnell klar, dass er ein künstliches Gelenk brauchte, das auf andere Weise ihm nicht zu helfen ist. Wir haben dann gemeinsam entschieden, diese Operation durchzuführen und ein künstliches Hüftgelenk trotz des jungen Alters einzusetzen. Die Kollegen der Anästhesie kommen gleich. Wie fast jeder Patient ist man vor so einer Operation natürlich aufgeregt. Denn insofern finde ich es immer beruhigend, und das spiegeln mir die Patienten auch so zurück, wenn ich kurz vor der Operation noch mal kurz zum Patienten gehe, der noch mal weiß, ich bin da, ich mache jetzt gleich die Operation. Das ist so die Umrahmung der Operation für mich. Je älter ich werde, desto mehr komme ich natürlich in ein Alter, wo Patienten plötzlich ähnlich alt sind wie ich selber. Das ist mir vor 10 Jahren noch weniger so gegangen. Aber jetzt mit knapp 50 ist das so. Und ich überlege natürlich auch manchmal, wie wäre es, wenn ich jetzt da liegen würde. Aber Gott sei Dank, meine Hüfte ist noch in Ordnung. So, dann schreiten wir mal zu Werke. Ist ja ein relativ junger Patient für ein künstliches Hüftgelenk, 42 Jahre alt und hat starke Beschwerden und kriegt jetzt eine Hüfte auf der rechten Seite. Sie haben alle Instrumente da? Ich habe alles da, ja. Gut, also da sehen wir schön das Hüftgelenk. Wunderbar. Die Sägeschnitte bei Herrn Hahn waren besonders schwierig, weil er wirklich gerade an der Stelle, wo wir sägen müssen, einen extrem harten Knochen hat. Und das Sägeblatt war wirklich überfordert. Da bleibt das Sägeblatt stecken. So hart ist der Knochen. Das Sägeblatt steckt. Es war richtig anstrengend, schwierig, und dann auch den Hüftkopf zu entfernen. Das war schon eine kleine Herausforderung, aber am Ende hat es sehr gut geklappt. So, das ist einmal der Schenkelhals mit einem Teil des Hüftkopfes. Jawohl, das sieht schon mal gut aus. Wunderbar. Einmal. Dann spannen wir das Implantat auf. 54. Sehr gut. So. Dann wird. Jawohl. Ja, wir sind schon körperlich richtig im Einsatz mit Hammer, Säge, Meißel. Und da braucht man auch zum Teil Kraft, um den Knochen zu bearbeiten. Das fordert einen auch. Da kommt man zum Teil ins Schwitzen bei der Operation, das muss man so sagen. Bestens. Das war jetzt die Hüftgelenkspfanne. Jetzt kommen wir zum Oberschenkelknochen. Heute die Goldraspeln für den jungen Mann. Sehr gut. Also. Ich habe schon immer gerne, sage ich mal, gehandwerkt. Denn früher mit Fischertechnik gespielt, der Märklin-Baukasten. Das sind so Dinge, die mir schon immer Freude gemacht haben. Ein bisschen am Auto rumschrauben. Nummer 13 haben wir. Mikroplastie, High Offset, genau.
Und das bauen wir dem Patienten jetzt ein. Ja, wir gehen erstmal nach hinten. Das macht einen sehr guten Eindruck. Und dann fügen wir den Keramikkopf. Jawohl. Made im Schwabenländle, gell? In Plochingen. In rosa. Hätten Sie keinen blauen gehabt für diesen Mann? Ha? Leider nicht. Alles in rosa, gell? Wunderbar. Das, er sieht's ja nicht mehr. Na, die Operationen, das ist schon, muss ich sagen, fast mein Hobby. Das ist etwas, was ich extrem gerne mache. Und ich freue mich auch jeden Tag auf die Zeit im OP, auf das Team im OP. Das sind die Dinge, die einfach, die freuen mich und die machen mir Spaß. Und dann machen wir die Faszie wieder zu. Also, dann ist die Operation schon fast fertig. Die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Hahn beschwerdefrei ist nach der Operation, liegt deutlich über 95%. Also alle sportlichen Aktivitäten wird er mit seinem neuen Gelenk aller Voraussicht nach wieder tun können. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. Ich habe ein wunderbares Team um mich herum und dieses Miteinander, auch mal kurz zwischen zwei OPs, mal kurz einen Kaffee zwischendrin, sich kurz austauschen, das ist mir schon sehr wichtig. Und ich möchte auch ein bisschen wissen, wie es den Kollegen geht. Schön was trinken. Nein, 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 kommen Sie, setzen Sie sich hin. Wir wollen ein bisschen Gesellschaft. Ich muss weitermachen. Ich muss noch Vorbereitung machen. Das heißt, für die nächste OP. Ja, geht schon weiter. So diese kleinen Geschichten, die man von jedem jeden Tag hört, die tragen einen schon auch durch den Tag. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted. So, Herr Hahn, hallo. Hallo. Na, wie geht's? Einigermaßen. Soweit, ja, Müdigkeit noch. Ja. Der Roller hat mich immer runter. Das ist ganz normal. Bisschen Schmerzen sind da. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so ein bisschen anspannend. Haben Sie sich mal bewegt? Ja, ich saß auf der Bettkante. Gut. Dann würde ich sagen, wir stehen noch mal kurz auf, oder? Haben Sie Lust? Probieren wir es, ja. Ja? Klar. Das schnelle Aufstehen ist ein großes Anliegen von uns, weil wir damit erwiesenermaßen schwere Komplikationen massiv verringern können, sodass sie fast gar nicht mehr auftreten. Außerdem ist es natürlich für den Patienten auch toll, wenn er nicht abhängig ist von fremder Hilfe. Und das können wir bei fast allen Patienten direkt nach so einer Gelenkoperation eben gewährleisten. Nehmen wir mal die Hände und dann stehen Sie mal aufs nicht operierte Bein zuerst. Ah ja. Sehr gut. Und dann mal ein bisschen, versuchen Sie mal so ein bisschen aufs andere Bein. Es kann auch ein bisschen schwach sich anfühlen. Gucken Sie mal nach oben. Und? Funktioniert, ja. Funktioniert, gell? Also, wunderbar. Das klappt doch schon ganz gut, oder? Wie fühlt es sich an? Ja, es hat so eine Spannung da. Genau. So eine Spannung, das ist ganz normal am Anfang. Sie werden noch ein bisschen Muskelkater haben. Mhm. Morgen, übermorgen. Sie dürfen sich gerade wieder setzen. Wunderbar. Als Arzt ist meine Aufgabe natürlich der Dienst am Menschen. Es ist eine wunderschöne Aufgabe, jeden Tag Menschen zu helfen. Und das ist etwas, was mich auch erfüllt. Morgen ist Dienstag, gell? Ja. Ja. Mittwoch machen wir ein Röntgenbild und Donnerstag gehen Sie schon wieder nach Hause. Okay. Oder? Hört sich gut an. Na ja. Sie wollen doch wieder zu Ihrem Kind, oder? Ja, eben, klar. Gut, das Zweite wartet, insofern genau. Guter Plan. Ja. So machen wir es. Okay. Alles Gute, wir sehen uns morgen. Dankeschön. Ja, wiedersehen. Tschüss. Und das ist kein Job. Ich glaube, mit einem Job könnte ich wenig anfangen, sondern es ist eine Aufgabe, die mich auch jeden Tag trägt und mit Freude in die Klinik kommen lässt.